Moinsen. Hier ist wieder Schatten und wir haben jemanden dabei und spielen ein Spiel. Stell dich doch mal vor. Hallo, ich bin der Fossi. Der Fossi? Ich bin der Fossi. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade lang fahre. Ich auch nicht. Außerdem bist du bei meinem Part dabei. Ja, und du bei meinem. Nö. Ja. Das sehe ich nicht ein. Tja. Das will ich nicht. Das willst du nicht. Nee, dann, ich bin übrigens Zweiter, du Dusche. Ja. Für alle, die es nicht kennen, wir spielen hier jetzt übrigens gerade Trackmania. Wie ist denn das? Nations Forever. Nations Forever. Ever. Ever. Sag ich doch. Ah, jetzt fahre ich am Checkpoint vorbei. So eine Kacke. Ja, wir haben uns einfach gedacht, da wir beide das Spiel mal spielen wollten für ein Video, machen wir es einfach gleichzeitig. Das heißt, ihr könnt beide Versionen jeweils auf dem Kanal sehen, auf meinem Let's Play Kanal und auf dem blöden Kanal von Schatten halt. Ja, auf dem blöden. Genau. Und irgendwie schaffe ich es kaum, die Strecke zu Ende zu fahren. Sag mal, lecken bei dir die anderen Spieler auch so ekelhaft? Das leckt bei dir? Na, die anderen Spieler. Ach so. Ja, das ist aber, glaube ich, normal. Bei 41 Spielern, die wir hier gerade haben. Aber wenn die alle perfekt synchronisiert, dann wäre es echt... Naja. Also, in dem Spiel geht es vom Grunde her darum, du hast immer solche gümmeligen Gümmelstrecken. Das hier ist eine echt extrem einfache eigentlich und ich verkackse voll. Ich auch. Eine gute Zeit zu fahren. Und dann wird halt sowas wie eine Rangliste gemacht. Ja, also das Spiel ist wirklich was für Perfektionisten. Also ihr seht es gerade, hier sind ja Zehntel, die entscheiden. Und ja, das ist eigentlich nichts für Leute, die so sagen, ja, so ist ganz okay, mehr muss nicht, sondern das ist für Leute, die sagen, da geht noch was. Wenn nicht, dann bin ich enttäuscht oder so. Also, das ist auch ein gewisser Charaktertyp, der hier bei diesem Spiel gefragt ist. Und ja, wir fahren hier gerade, glaube ich, die Streckenart Short. Boah, da wäre ich Erster geworden, wäre ich durchgekommen. Fuck! Ey, ich schaff's nicht mehr um die erste Kurve. Ich habe ja gerade versucht, irgendwie meine Tastatur ein bisschen umzustellen, aber irgendwie funktioniert das auch nicht so richtig. Oh. Hat man ja, ein bisschen mitgemacht. Wisst ihr Bescheid? Schatten kann das Spiel nicht spielen, deswegen kommt einfach auf meinen Kanal rüber. Gibt sowieso die besseren Let's Plays. Bei mir gibt's aber auch Geflame. Wie Geflame? Ja, gegen dich. Wie? Na klar! Du bist unser Strohpuppe. Das kaufe ich dir nicht ab. Schade. Guck. Nein! Was geht? Ich krieg's nicht gebacken. Ey, das ist der Wahnsinn. Vierter von... Fünfter von 43. Du musst nur einmal bremsen, danach kannst du Full Gas geben. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Ich komm um die letzte Kurve nicht mit Vollgas. Das ist so bescheuert. Ja. Und was bedeutet Shortstrecken? Ich habe keine Ahnung. Na gut. Achso, Short heißt ja. Ich denke, das ist einfach Streckenart, die wir hier gerade fahren. Also Kurzstrecke. Es gibt ja Tag. Das ist halt mit viel Kurven und Driften und so weiter. Da können wir ja dann auch mal machen, wenn ihr Bock drauf habt. Und es gibt Dirt. Also auf Dreck fahren, wo du halt sehr viel rutschst und so weiter. Halt in die Kurven mit reinlegen musst. Dann gibt es Speed oder so heißt das. Speed? Also, ja, das sind irgendwie so mega schnelle Strecken, wo du halt... sehr schnelle Reaktionsfähigkeit haben musst.
und weiter weiß ich gar nicht. Doch, RPG. Das sind so Parcoursstrecken. Oh. Bis zu einer Stunde dauern. Quatsch. Was ist das für ein Kack? Ernsthaft? Oh Gott. Ich bin Achter geworden. Und du? Ich kenne die Säule ziemlich gut. Das ist jetzt mein Freund. Bist du nicht einmal ins Ziel gekommen? Doch, glaube ja. Aber ich habe fast immer die Säule eingesammelt am Schluss. Das ist mein Kumpel. Ja, also wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, wie das richtig geht, dann schaut einfach auf meine Version. Was? Ja, ihr wisst schon. Aus Fehlern lernt man. Deswegen ist meine viel geiler. Ich hoffe, die Strecke geht jetzt mal ein bisschen länger. Nicht nur 10 Sekunden. Ich bin verwirrt, wo muss ich lang? Oh, schon verkackt. Oh, schon verkackt. Na, da ziehen sie alle vorbei. Ja, ich bin noch Vierter geworden. Aber da bin ich schon Fünfter. Na, ich glaube, da darf ich nicht bremsen. Ja, verkacke ich ja total. Also im Gegensatz zu Schatten ist das natürlich göttlich, was ich hier fabriziere. Ey, ich bin Zwölfter. Was, echt? Ja. Scheiße. Oh, eine Säule. Zweiter. Eine Säule, mein Freund. Was ist los? Jetzt bist du genau vor mir. Ah, komm schon. Ja, das war gut. Ah, das war scheiße. Siebter. Siebter. Fünfter. Was geht denn? Ich wäre besser. Ich lerne aus meinen Fehlern. Ich dir nicht. Klar. Du hackst. Wie die Seuche. Wie in Metin. Ja. Bei mir bist du aber... Du lügst doch. Ja, jetzt bin ich immerhin... Fünfter. Ja, lass mich in Ruhe. Der ärgert mich. Ich ärgere dich gar nicht, du blöde Kuh. Ah, fuck! Ich weiß nicht. Was? Man kann ja auch mal hier so eine Community-Aktion starten für Leute, die das auch haben und gerne spielen, dass man da einfach mal so einen Server aussucht und dann mal mit, was weiß ich, 10 Leuten zusammen hier so einen kompletten Part machen. Oh ja, da wär ich vielleicht nicht immer Letzter. Ja, ich werde dann wahrscheinlich eine Herausforderung brauchen, aber... Dann möchte ich ein Taschentuch als Siegerpreis haben. Ey, der erste ist ja ein Mega-Freak. Guck mal, wie viel Vorsprung der hat. 12,65. Eine Sekunde vor mir. Oh. Oh. Die wollen mich ärgern. Ach, hol doch nicht rum, du Möse. Also ihr seht, sobald der kleinste Fehler passiert, ist hier schon vorbei. Kann man keine Bestzeit mehr fahren. Besonders hier bei diesen Shortstrecken. Ärgerlicher wird es dann auf jeden Fall, wenn du so eine Minute Strecke hast und wie gesagt sehr perfektionistisch sein willst, dann in Sekunde 40 oder so einen Fehler machst, der eigentlich total doof war und dir so viel Zeit kostet, dass du wieder auf Start zurücksetzen musst. Was ich hier gerade ja auch sowieso die ganze Zeit mache. Apropos lange Strecken. Wir haben ja gerade noch eine Strecke vorgeübt und du bist dann essen gegangen. Ich habe die Strecke nicht geschafft. Nicht? Nö. Musste ich irgendwie am Ende ins Ziel fliegen und bin immer dran vorbeigeflogen. Ach so, das habe ich in der ersten Runde geschafft. Aber man muss dazu sagen, dass ich eben einen Modus ausgewählt habe, den ich bevorzuge oder ganz lange gespielt habe. Jetzt gerade ist irgendwie... Ja... Arsch halt. Mag den Modus eigentlich nicht, aber...
Ich habe mir gedacht, hier sind viele Leute, das ist auf jeden Fall ansehnlicher als zu zweit. Weil das wäre ja langweilig gewesen, da wissen wir, wer gewonnen hätte. Der Rothaarige. Du hättest nicht gewonnen, nee. Ja. Am Po. Warum hast du es eigentlich nicht so gerne, eine Standardfrisur zu tragen? Weil, hast du mal Sura mit Standardfrisur gesehen? Ja. Dammit. Och Mann. Wie da bin ich geworden? Siebter. Und du? 20. Schau mal nach, ich glaub dir nicht. Das doch. Ja, 20 von 41, ja, Mittelfeld. Ich bekomme auf jeden Fall gerade gut Punkte. Ja. Punkte sammelt man so für das Ranking. Ja, das ist noch ganz interessant in dem Spiel. Jo, ich merke gerade, mein Fernseher läuft. Ich hoffe, das hört man nicht. Ich habe es jetzt auf jeden Fall mal leise gemacht. Stimmt, meiner läuft auch. Oh, die Decke. Die sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Hier ist auf jeden Fall was für mich. Ja, ich mach mal heimlich meinen Fernseher aus. Ja, ich hab's eben schon schnell gemacht. Weil du es gerade sagtest. Ja, und direkt jede Kurve, jede Bande eingesammelt. Immerhin. Oh, bin so gut gefahren. Ja. Ich hab's immerhin schon über den ersten Turbo geschafft, ohne irgendwo anzuecken. Komm schon, Bitch. Oh. Ich würde sagen, die Strecke fahren wir noch und dann haben wir auf jeden Fall einen Part abgedreht. Der darf ja auch nicht zu lange werden, weil ich glaube, die Dateien werden hier wieder mega groß. Warum? Ja, weil ich Vollbild spiele. Ja, ich auch. Spiele immer Vollbild. Echt? Auch Metin? Na klar. Würde ich gar nicht mehr klarkommen. Alleine wenn ich fahren gehe oder so. Es haben sich schon Leute bei mir beschwert, wenn ich auf Vollbild spiele, ist ja 1920 mal 1080. Da ist einfach die Schrift zu klein beim Aufnehmen für ihre Monitore. Ja. Besonders wenn du es auf dem Handy anguckst. Ja, das hatte mir heute auch jemand geschrieben, dass ich eine kleinere Auflösung nehmen soll. Ja, ich kann. Weiß ich nicht, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht mit Absicht mit Gameboy-Grafik aufnehmen. Ja, das ist ja. Ich weiß nicht, das, da gibt es eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied. Die Figuren sehen ein bisschen größer aus, aber das war's. Zumindest bei mir. Du kannst dir ja mal hier Aufnahmen angucken. Beispiel mit dem Fächer. Das war Fenstermodus 1600 zu 900. Und meine anderen sind 800 zu 600. Da sieht man gar nicht so einen großen Unterschied. 800 zu 600 könnte ich... Ja. Oh, ich habe eine Palme gesammelt. Gesammelt? Nee. Hast du jetzt ein Inventar? Ich habe die jetzt im Inventar. Nice. Und jedes Mal, wenn ich Langeweile habe, dann schleue ich dich damit. So, wenn du neben mir bist, mit der Palme. Puh. Ich glaube, ich verkack gerade. Echt? Was für ein Platz? Liga. Fünfter. Ach, lass mich in Ruhe. Nee, also hatte ich das eben ausgeführt mit dem Community Play, dass man da einfach mal sagt, Leute, die Bock haben, können da mal mit uns hier irgendwie mit im Let's Play fahren und vielleicht kann man ja dann irgendwie nur anbieten, im TS zu sein oder so. Hast du schon gesagt, aber ich höre dich so gern reden. Ja. Stimme, ne? Ja, ja. Ah, erotisch. Zum Glück muss man das Spiel nur mit einer Hand fahren. Fuck, gleich gegen die Wand gedüst. Toll. Wie ich hier flummi, aber fahr nicht von uns. Oh Mensch, ey. Du lenkst mich ab. G-
genau, das liegt am Reden, dass ich gerade so scheiße fahre. Das liegt nur am Reden. Weil ich die ganze Zeit reden muss. Schatten sagt ja nichts. Ja, ich bin hier auch total überfordert. Ihr müsst wissen, Fossi spielt immer mit Facecam. Der nimmt das nur mit Absicht für euch nicht mit auf, nur um mich zu ärgern. Macht er das? Ja. Ich mache gerade die holländische Windmühle. Dammit! Ich glaube, ein paar von euch wissen, was es ist, ein paar aber nicht. Die googeln jetzt und sind da total gestört. Du bist schuld für Milliarden Eltern, die jetzt ihren Kindern was erklären müssen. Milliarden? Wäre mal geil, wenn ich Milliarden Zuschauer hätte. Die erzählen sich das doch in der Schule. Die stehen dann auf dem Pausenhof und machen die Windmühle. Das wäre bestimmt voll witzig. Das wird irgendwann bekannt als der Fossi. Ey, da wäre ich voll stolz. Das könnte ich meinen Enkelkindern erzählen. Das letzte Mal so stolz warst, als bei DSDS warst und da die Ente gemacht hast. Die Flugente. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Schick ich dir nach dem Video. Die Flugente. Mit der Bauchrolle. Keine Ahnung. Alter. Aber es laufen gerade die letzten 15 Sekunden. Oh Gott. Komme ich überhaupt noch mal ins Ziel? Ich auf jeden Fall. Ich vielleicht auch. Dann nicht. Oh. Nee, ich nicht. Total verkackt, aber ich fahre trotzdem ins Ziel, weil einfach nicht mehr genug Zeit da ist. Wie viel da bin ich? Oh, 9. Arme. Gut, ich will eine Strecke mit Loopings und so ein Zeugs. Warum? Weiß ich nicht. So an der Wand fahren und Loopings und so. Ja, das lag nur daran, dass ich keine Loopings hatte. Ah ja, genau. Ja, ich würde sagen, das langt erstmal für den ersten Part. Jawohl. Ja, wir sind raus. Bis denne. Ciao. Tschüss.